Servus und grüß euch zur Folge 35 von PC Building Simulator hier bei meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, jetzt werden wir hier mal unseren Arbeitstag verlassen. Da kann man ja einen Haufen Sachen hier. Schauen wir mal, dass wir die dann wieder schnellstmöglich verbauen. Tag beenden und einen neuen Tag ins Büro starten. Nehmen wir mal wieder ein paar Folgen auf heute. So, der Lüfter dreht, der Tag wird beendet. Na, jetzt haben wir da. Na, Tag überspringen da mal nicht. Eine Aufgabe müssen wir unbedingt abschließen. Schauen wir mal, was wir da so alles haben. Dazu machen wir uns jetzt erst mal hier das Licht wieder mal an und switchen wir mal unseren PC ein. Dann fordern wir mal unsere ganzen Sachen hier mal auf Lager. Da ist ein Haufen Zeug dabei. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn bei dem da gehabt? Beim Herrn Ausdruckslos. Ah ja, Wasserkühlung, 3D Benchmark Mat, haben wir für den jetzt zwei Grafiker umgestellt. Könnte das gewesen sein. Aber das probieren wir jetzt einfach mal aus, weil Wasserkühlungen haben wir ja bestellt. Das heißt, wir gehen mal auf Prozessorkühlung. Ja, die benutzt den immer nicht. So. Können wir denn das ganze System da hinbauen? Da lässt uns nicht. Müssen wir scheinbar erst wieder was entfernen. Dann müsste die Gehäuselüfter weg. Jetzt kommen wir da noch für Möglichkeiten. Nur die beiden unteren Möglichkeiten, wenn ich das so sehe. Na, dann schauen wir mal. Wenn wir hier den Gehäuselüfter ausbauen. Ja, jetzt müssen wir das. Ah, da ist. Das Kabel erwischen. So. Installieren. Kabel. Lila. So. Wärme installiert. Unvollständiges Gehäuse. Das macht jetzt aber nichts. Jetzt gehen wir der Kiste mal Power. Der 3x8 GB drin hat haben. Habe ich auf meinen Zettel aufgeschrieben. Mal zufälligerweise, schauen wir mal. Einmal A-Data LED rot, haben wir die einen abgestellt. Ja. Oder wollte der 3 GB haben? Also direkt mal schauen, was da uns auf unserem schlauen E-Mail-Programm drinnen steht. So, schauen wir mal. So. Zwei Grafikkarten haben wir eh drinnen. Na, schauen wir mal. Da steht jetzt nichts. So. Dann lassen wir jetzt einfach mal den 3D-Benchmark-Ablauf voraussetzen. Und schauen, was uns das für Werte erbringt. In der Forderung drinnen. Oh, da müssen wir noch. Da müssen wir zuerst noch einmal das passende Programm. Der gehört da meine. Der ist ja da. Programm hinzufügen. Programme. 3D Benchmark, da ist er. So, von der letzten 6 Aufnahme. Von der letzten 6 Aufnahmesession müssen wir jetzt erstmal wieder eindenken, was wir jetzt hier tun müssen. So, schauen wir mal, ob wir das jetzt hinbekommen. So, machen Sie hier mal den 3D-Benchmark. So, was haben wir denn da heraus? Chris Klaus Reparatur.
Diagnose, Upgrade auf 230 GB. Diagnose stellen, also das müsste dann der sein. Da können wir jetzt mal schauen. Für den müsste die Speicher bestellt sein. Das heißt, wir entfernen hier mal den Deckelchen. Der hat einmal 8 GB drin hat. Speicherclip öffnen. Beide mal aufmachen da. So. Speicher. Hat der einen anderen drin hat? Guck mal. Der hat doch schon 8 GB drinnen. Ach, 230 GB. Setzen 6. 8, 16, 24, 32. So, auch hier stecken wir mal einen USB-Dongle drauf. Schmeißen wir mal Strom an. Wir brauchen unseren 3D-Marker. Dafür kommt der gleich wieder weg. Dann ist das tiefer drum, dann ein bisschen schneller. Boot! Das Ding da. So, was haben wir jetzt da? Grün? Ja, schön, ja. Unvollständiges Gehäuse. Das ist ja das, was das kleinste Problem darstellen sollte. Deckenplatte kehrt. Deckenplatte sollte normalerweise oben drauf, gell? Aber wahrscheinlich muss jetzt zuerst der Seitendeckel hinein. Im Lieferbereich. Und fertig ist er. Und jawohl. Und ja. Er mit der Kohlen. So. Kann schon mal weg, das ist Diagnose, Reparaturdiagnose. Dann nehmen wir doch einmal an. Da müssen wir die Grafikkarte ersetzen und das Power Supply. Haben wir das bestellt? Ich hoffe doch. So. So, was haben wir denn da? Zweimal weg mit der Schraube. Da, wo die Schraube wohnt. Was haben wir denn neues angesteckt am Netzteil? Da ist noch ein. Ah. Naja, dann drehen wir halt alles weg. Halt. Ein Silverstone NJ520 Netzteile. Defekt. Verkaufen. Dann kommt gleich mal das Netzteil rein. Nein. Nur lassen wir das zusammenschrauben, mein Junge. Was denn, ich muss Kabelfeuer aufstecken? Bisschen mehr Intelligenz vielleicht war nicht schlecht für das Ding. So. Auch du nicht, mein Sohn. So, was ist jetzt die Verriegelung? Eine GTX 1070 FTW2. Grafikkarte. Die wird dann wahrscheinlich auch defekt sein, ja. Da haben wir schon dasselbe Modell. Jetzt ist nur die Frage, ob da irgendwer einen bestimmten Kabel noch mit, aber ist jetzt auch egal. Was nehmen wir denn noch schön? Nehmen wir gelb, grün, ja, hellgrün, lindgrün, nehmen wir lindgrüne Kabel, so richtig. So, mal alles anzupseln da. Ja. Mausjumper wieder gemacht. Haben wir alles drauf. So, Strom auf die Maschine. Socker. Na, das ist doch mal ein Hintergrund.
Aber für uns ist das Wichtigste, dass es erledigt ist. Die Kiste läuft. So, müssen wir das noch verriegeln dort. Nein. Das war jetzt ein Klick zu viel auf die Schraube. Und den Seitendeckel drauf. Strom weg. Nehmen. Arrivederci. So. Nehmen wir gleich den nächsten für die Diagnose. Klar, bauen müssen wir noch, wenn ich das gerade so richtig gesehen habe. Wie schaut es hier aus? Sehr schön. So, dann brauchen wir jetzt auch noch den Seitendeckel drauf stupseln. Den Strom aus. Zur Hand nehmen. So, das einzige Problem, glaube ich, was wir noch haben, ist einmal unser fehlender E7 7700K oder sowas. Gell? So, jetzt schauen wir mal, was ist denn beim Herrn Barlow-Defekt. Lass mal gucken. Haben wir zwei Diagnosen, bin der andere, so müssen wir auf die Sachen warten. So, dann stecken wir da mal die Kabel an, machen wir mal Strom, aber da geht schon mal nichts. Da tut schon mal nichts. Muss jetzt manuell ausstecken, oder? Magst du dann auch nicht? Willst du nicht verbunden werden? Und trotzdem startet er nicht. Naja. Also Netzteil war natürlich jetzt die ganz einfachste Variante, gell? Wo man jetzt sagen kann, juhu! Aber ich befürchte, wir kennen ja schon langsam unsere Systeme. Ein einfacher Netzteilfehler, glaube ich, den haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Macht uns das Spiel jetzt so einfach. Ein Supernova-Netzteil, wow. Na, Supernova sind normal sonst nicht so gut, gell? Netzteil. Na, das wächst das. Ich wusste es ja schon mal wieder. So einfach macht uns das Spiel das Ganze wieder mal nicht, ne? Könnte natürlich immer wieder sein, dass das Mainboard defekt ist. Übrigens mal Dank für die ganzen netten Kommentare. Ich weiß schon, dass natürlich schon ein paar geschrieben haben. Das ist natürlich schon einfach, wenn man so Teile einfach ausbaut und das Ganze dann natürlich als defekt markiert wird. Aber wenn es im Spiel halt so schön drinnen ist, dann ist natürlich auch einfacher für mich. Im reellen Leben müssen wir natürlich jetzt Jäger, müssen wir natürlich mal ein anderes Netzteil einbauen, das ist schon klar, und dann versuchen, ob er mit einem anderen Netzteil startet und lauter solche Sachen dann machen. Dann gibt es ja so schöne Adapter, wo man dann testen kann, ob da irgendwelche Spannungen fehlen oder sowas. Ist ja alles im Bereich der heutigen Technik möglich. Technik ist einfach nur cool. So. Ich glaube jetzt nicht mehr, dass der Lüfter defekt ist. Jetzt können wir mal nachschauen. Was hast du denn da für Schnuckelchen? i3 6100 drinnen. So, dann schauen wir mal bei den CPUs noch. Der scheint auch in Ordnung zu sein. Also, es tippt ja schon langsam wieder auf ein defektes Mainboard hin, da würde ich mal sagen. Ne? Das kann natürlich dann wieder so was Fieses, können wir das natürlich auch wieder. So was Fieses dazu können wir, dass natürlich dann auch wieder eine Festplatte oder sowas defekt ist. So. Installieren. Platine. Ja, kaputt. Beim Herrn Klaus, glaube ich, war das, ne? Oder? Beim Herrn Barlow. Mainboard defekt. Was brauchen wir jetzt da? Ein H170 MTEC. So, und bevor das wieder vergisst, der Bub. Ein H170 MTEC. In den Warenkapsel. Dann haben wir das schon mal. Die Diagnose haben wir schon mal gestellt. Ach, das stimmt. Heute ist schon eingerammt, der Bub in die Werkstatt. Auch nicht.
tun wir das Netzteil kaputt, das wäre doch mal was Schnuckeliges. Aber wie gesagt, ich glaub das nicht. Aber zweimal. Sonst das Ganze zweimal. Ne, da muss jetzt immer die Abdeckung weg zuerst. Lieber kleiner Bastelwastel. Schauen wir, was der Grafikkarten geht. Benutzt, das ist egal, die schauen auch gut aus. Das ist doch wieder einfach nur mal. Wow, ist das ein. Das ist ein Proppenlüfter hier. So, was haben wir denn da? An Ryzen 6 Core, der kann natürlich auch defekt sein, gell? Inkompatibel benutzt. Schaut aber auch gut aus, also läuft es ja doch wieder auf ein defektes Mainboard hin. Wobei das meistens nicht die einzigen Fälle haben, das wissen wir jetzt auch schon aus der Vergangenheit, gell? Also man denkt sich immer, hahaha. Aber wenn man sich dann ein neues Mainboard einbaut, dann sagt das Spiel, nee, so nicht, mein Freund. So einfach machen wir das dann nicht, lieber kleiner Bastelwastel. Dann bauen wir jetzt wieder ein neues Mainboard ein und dann wird es uns auch wieder etwas anlullen. So, Hauptplatine ist der nächste Defekt. Bei der Rosi. Und da wirst du Nummer unter 66, na, wirst du Nummer von der Spider-Murphy-Gang, ha. Rosi. Denn jeder kennt Rosis Nummer schon. Ja. So. Das war 320 einfach, ne? Oh. Das in den Warenkorb. Das waren jetzt mal die zwei, gell? So. Jetzt haben wir da noch einen Bauauftrag. Was haben wir denn da für einen Auftrag gehabt? Lass uns doch mal gucken. Da muss jetzt auch noch eine schauen. AMD-Teile, der Deadstick Bushflight Simulator ausführen kann. Habe ich das wieder vergessen aufzuschreiben? Lona. Ich habe es auf einer meiner anderen Zettel aufgeschrieben. Na? Das hat er wohl wieder vergessen, der kleine Bastelwastel. Ja. Und schauen wir halt einmal da eine, was das Ding ausführen. Deadstick Bushflight Simulator empfohlen. Deadstick Bushflight Simulator empfohlen. So, wir brauchen 16 GB RAM. VRAM 8 GB. 30 GB Festplatte. Na gut, das ist jetzt. Oh, da haben wir wieder bei dem Problem mit diesem i7 7000. Ah, dieses Problem. Und eine GTX 1070. Da haben wir wieder das Problem, wir müssen mal immer noch auf den Ding warten. Das sind ja unsere fehlenden CPUs, gell? Das können wir wieder an die Pinuren ohne klatschen. Das glaube ich, das gleiche Problem haben wir ja mit dem ein oder zwei Rechner, die im Schrank stehen. So, jetzt schauen wir nochmal. Was haben wir denn da? Dota 2, was ist denn Dota? Kann man mit Eiern spielen? Was war Dota 2 empfohlene Spezifikation für den Herrn Schuldig? Für den Herrn Schuldig Dota 2 in der empfohlenen Spezifikation, was fällt uns denn da noch? Schuldig. PC aufnehmen. So. Ich glaube, da wird die CPU noch nicht bestellt, oder? Haben wir jetzt eine i5? Was wolltest du haben? Ach, schon. Da
Dotter in der empfohlenen Spezifikation. Die 57.500 fällt uns die Anno. Die fällt uns scheinbar Anno. Der fehlt mir scheinbar auch noch. Können wir mir nur kein i5-7500 bestellen? CPU 7500. Oh, das ist ja doof. Was brauchen wir denn da wieder für Stufen? Der i5-6500. Können wir überhaupt kein 7 abstellen besetzt? 7.400 ist Ende. Ja, vielleicht schnappt es uns jetzt mehr einer, dann wenn wir die anderen Sachen noch zusammenbauen können. Aber wir warten noch 4 Tage Zeit, geil. Das wird ernst. Das wird ja ernst. Können wir aufnehmen, können wir wieder in den Schrank verfrachten. So. Können wir das einmal schließen. Das geht noch nicht. Das ist auch noch in der Schwebe. Das auch noch. Den können wir kassieren. Sehr schön. Dann können wir das Mail verwerfen. Da haben wir die Diagnose haben wir gestellt, ja. Eine Diagnose. So, auch hier haben wir es. Nur neue Teile verwendet, ist doch ganz klar. Wenn Sie das so haben wollen, Power Supply ersetzt, Grafikkarte ersetzt. Aber die Kabel nicht die richtigen drin gehabt. Schande über mein Haupt. Das haben die zwei, die haben noch da. Die können wir bestellen. Neuer PC für aufstrebenden Streamer. Ob ich mich noch an den ich erinnere. So. Jetzt brauchen wir da wieder meinen kleinen Zettel als Schmierhilfe. Das Scotty. Player Unknown. Battlegrounds empfohlen. So, was brauchen wir denn für Player? Players Battle. Hallo. Oh, es gibt sogar 4K-Spezifikationen. Nice. 8 GB RAM. 8 GB VRAM, 30 GB Festplatte, gut, eine i5 6500 CPU und eine GTX 1070. Oh, Entschuldigung, oh, Nase gekitzelt. Gibt es noch irgendwas anderes? Gibt's nicht. Gut, dann schauen wir mal in den Shop eine. Bei den CPUs, glaube ich, 6500 können wir ja. Ja, den können wir. So. In den Warenkorb. Dann brauchen wir ein Gehäuse. Das machen wir aber der Preis aufsteigend. So. Cooling Stronghold Black. Nehmen wir das einmal. Kabel haben wir irgendwo, Netzteile. Puh, haben wir jetzt auch nichts mordsmäßig übertaktetes. Dem stopfen wir mal. Spendieren wir mal 400er Netzteil. Festplatte brauchst du was Einfaches. Da braucht man keine. Naja, pfeifen wir jetzt mal auf 10 Dollar. Grafikkarte brauchen wir, schauen wir mal. 1070. Nvidia ist da egal. GeForce GTX 1070 Founders Edition, VRAM 8 GB. Das würde ja schon ausreichen. Also, auch die kommt in den Warenkorb. Speicher brauchen wir 8 GB. Dann haben wir
von den Motivor. Zwei Stück da, die sind Hauptplatinen, da rüsten wir einfach. CPU 6500 ist das Skylake Wing, genau. Da bestellen wir jetzt einfach einen Warenkorb, brauchen wir jetzt einen Speicher mehr. Und dann bestellen wir von dem einfachen Mainboard einfach zwei Stück. Und der Drops ist gelutscht, oder? Kühler, kriegst du einen normaler. Bestellen wir einen extra mit, weil es ja egal ist. Die haben wir schon. Ist in Ordnung. Können wir also annehmen. So. Mein Rechner ist kaputt. Was denn jetzt? Die Lüftungsschlitze sind auch schon verstaubt. Ist das PSU kaputt? Gut, die müssen wir auch mal annehmen. Bestellen wir jetzt auch nicht auf Verdacht. Da haben wir Zeit. Diagnose erstellen, reparieren. Machen wir natürlich auch gern. Reparatur erforderlich. 10 Tagen abschließen. Wir haben auch Hebringer. Sparen im großen Stil. Das wollte ich schon lange mal. Aber braucht man nicht. i7700. Immer noch nicht. Aha. i7700. Immer noch nicht. Das ist schlecht. Das ist alles auf dem Transportweg und Ding. Das heißt, wir können jetzt da gar nicht weitermachen auch mit unserem. Da bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt einen Kundenärger bekommen, weil der ohne PC nicht fertig werden wird, oder? Ich kann jetzt bei eBay mal schauen oder sowas, aber ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwelche. Das genau die Teile drin sind, die wir brauchen. Deswegen so, ja. Das war natürlich schon wieder zu schön gewesen, um Wort zu sein. Ja, dann haben wir die Folge schon mal erledigt, da die Song. Es ist alles soweit unterwegs, wir haben alles soweit kassiert, da die Song. Ich habe alles bestellt, was wir können, oder? Da draußen steht nichts mehr dumm rum. Ne? Nur der kleine Bastler, da warten wir jetzt mal auf die Teile. Warenkorb anzeigen, das bestellen wir natürlich. Lieferung am selben Tag. Ach, das ging halt auch schon, oder was? Für $100. Ja, es bringt uns aber nichts, weil wir auf die anderen Rechner warten müssen. Und so dringend, wir brauchen eigentlich nur unseren i7 und der geht sowieso nicht, also können wir uns das Geld sparen. So, aber das ist immer interessant, die kennen wir dann wahrscheinlich mit Drohnen, wenn die eingeflogen. Macht ja nichts. So. Dann haben wir das Ganze jetzt einmal gekauft. Dann werden wir unseren Arbeitstag hier wieder beenden. Das soll es dann einmal für diese Folge schon mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, dass wir wirklich an die i7 jetzt bald ankommen, weil sonst gibt es wahrscheinlich Ärger, weil gleich eine Kunde wird uns eh schon verwünschen und verwerfen oder sowas, weil wir noch nicht den PC von dem fertig bringen, aber es hilft ja nichts. Also, in diesem Sinne, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Arbeitstag sozusagen. Pfiat euch, sagt euch der Maverick. Tschüss.